Willkommen zu dieser geführten Achtsamkeitsübung von Open Up. In dieser 15-minütigen Meditation üben wir uns in Selbstliebe. Die Meditation der liebenden Güte oder Metta-Meditation ist eine Technik, die uns helfen kann, uns selbst und anderen gegenüber Mitgefühl zu zeigen. Du kannst diese Meditation im Sitzen, Stehen oder Liegen durchführen. Experimentiere mit deiner Körperhaltung, bis du eine gemütliche, aber auch aufmerksame und aufrechte Haltung gefunden hast. Ein Gleichgewicht zwischen Entspannung und Wachsamkeit. Eine Haltung, die du eine Zeit lang auf angenehme Weise beibehalten kannst. Schließe die Augen oder lasse deinen Blick ein paar Meter vor dir sanft auf dem Boden ruhen. Lockere deine Schultern, entspanne deine Gesichtsmuskulatur. Versuche, alle Anspannung im Körper loszulassen. Und dann konzentriere dich auf deinen Atem. Nehme die Luft wahr, die durch die Nase in deinen Körper hineinströmt, in deine Kehle, deine Lungen. Und dann mit dem Ausatmen entleeren sich deine Lungen wieder und die verbrauchte Luft strömt hinaus, wieder durch die Kehle nach oben, durch die Nase, bis sie deinen Körper durch die Nasenlöcher verlässt. Spüre, wie dein Oberkörper sich mit jedem Atemzug hebt und senkt. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit auf den Brustbereich. Auch dein Brustkorb hebt und senkt sich mit jedem Atemzug. Und dort unterhalb deines Brustkorbs liegen nicht nur die Lungen, sondern auch dein Herz. Und wenn du ganz genau hinhörst, kannst du vielleicht sogar deinen Herzschlag spüren oder hören. Stelle dir vor, wie dein Herz frisches Blut durch deine Adern, deinen ganzen Körper pumpt. Das Herz ist außerdem auch ein Symbol für Liebe und positive Gefühle. Und in unserer heutigen Meditation wollen wir uns auf Wohlwollen, Mitgefühl und Liebe konzentrieren. Ich lade dich also ein, an etwas Positives zu denken, das dir widerfahren ist. Etwas, was dich zum Lächeln gebracht hat,
eine freundliche Geste, ein positives Ereignis oder ein schöner Moment. Und vielleicht spürst du, wie ein warmes Gefühl der Freude aufkommt oder deine Mundwinkel sich leicht nach oben ziehen. Lade dieses positive Gefühl ein, sich mit jedem Atemzug zu vergrößern und sich in deinem Körper auszubreiten. Nun lade ich dich ein, an eine dir nahestehende Person zu denken. Jemanden, den du richtig gern hast. Eine Person, für die du ohne viel Mühe Zuneigung empfinden kannst. Stelle dir diese Person vor deinem inneren Auge vor. Vielleicht magst du auch an einen schönen Moment denken, den ihr gemeinsam erlebt habt. Vielleicht spürst du wieder, wie sich das warme, positive Gefühl in deiner Brust und in deinem Körper ausbreitet. Vielleicht ist da Zuneigung, Wohlwollen, Mitgefühl oder Liebe. Und nun wollen wir diese positiven Gefühle der anderen Person im Geiste mitgeben. Vielleicht magst du innerlich im Stillen die folgenden Wünsche wiederholen. Möge es dir gut gehen. Mögest du gesund sein. Mögest du entspannt und zufrieden sein. Mögest du frei von Ärger und Sorgen sein. Mögest du frei von Schmerz sein. Mögest du mit Leichtigkeit leben. Mögest du glücklich sein. Und innerlich sendest du der Person nicht nur diese Wünsche, sondern auch all deine positiven Gefühle, all die Zuneigung, das Wohlwollen, das Mitgefühl oder die Liebe. Als nächstes wollen wir an jemanden denken, von dem du weißt oder zu glauben meinst, dass er oder sie diese positiven Gefühle für dich empfindet. Es kann jemand aus der Vergangenheit oder der Gegenwart sein, jemand, der noch lebt oder schon verstorben ist. Du kannst an den Namen der Person denken. Oder dir vorstellen, dass diese Person an deiner Seite steht. Vielleicht magst du auch an eine freundliche oder liebevolle Geste denken, mit der dir diese Person seine oder ihre Wertschätzung gezeigt hat.
Und diese Person sendet dir jetzt die Wünsche für deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, dein Glück. Vielleicht wünscht sie dir, möge es dir gut gehen, mögest du gesund sein, mögest du entspannt und zufrieden sein, mögest du frei von Ärger und Sorgen sein, mögest du frei von Schmerz sein, mögest du mit Leichtigkeit leben. Mögest du glücklich sein. Vielleicht kommt wieder dieses warme, positive Gefühl auf. Und dann als letztes richte deine Aufmerksamkeit auf dich. Komm nochmal zu deinem Atem zurück. Und vielleicht magst du an eine Situation denken, in der du dich richtig wohl und zufrieden mit dir selbst gefühlt hast. Wir wollen versuchen, uns selbst mit einem Gefühl von Akzeptanz, Mitgefühl, Wohlwollen Zuneigung und Liebe zu begegnen. Vielleicht magst du eine Hand auf deine Brust legen, das ist eine liebevolle Geste. Und vielleicht innerlich im Stillen die folgenden Wünsche für dich selbst wiederholen. Möge es mir gut gehen. Möge ich gesund sein. Möge ich zufrieden und entspannt sein. Möge ich frei von Sorgen und Ärger sein. Möge ich frei von Schmerz sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Möge ich glücklich sein. Spüre nach, wie diese Wünsche für dein eigenes Wohlbefinden in dir resonieren. Mit Gefühl und Liebe uns selbst gegenüber ist nicht unbedingt immer einfach. Vielleicht hilft es dir, diese Meditation zu wiederholen, wenn du merkst, dass es dir schwerfällt. Dann reibe deine Hände aneinander, bis du spürst, wie sie etwas Wärme abstrahlen. Lege deine rechte Hand auf deine Brust, auf dein Herz und die linke Hand obendrauf. Und wann immer du bereit bist, kannst du langsam zurückkehren. Danke, dass du diese Achtsamkeitsübung mit mir geübt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag.